Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Resident Evil Biohazard. Im letzten Part sind wir hier durch das alte Haus gestratzt, haben uns den Krähenschlüssel organisiert mit einer Kurbel. Da müssen wir jetzt hoch ins zweite Stockwerk. Und, na, ich hoffe, da liegt das Serum. Na dann, stratzen wir mal los. Ich hoffe, es wird relativ schnell gehen. Denn, Alter, ist die stark, die Alte. Oh oh. Oh oh. Oh Mann. Oh 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 oh. Feuer. Feuer. Nachladen. Kommt die? Das ist jenseits von Gut und Böse. Hörst du? Jenseits von Gut und Böse. Brenne. Nimm das, Schlampe! Boah, hier diese Viecher! Haut doch ab! Meine Babys! Nimm doch einfach... Nein, ich muss nachladen! Ey, wir laden nach wie eine Oma. Haut doch ab, ihr Viecher. Und das. Oh. Raus hier, raus hier, raus hier. Lass mich raus. Was? Deine Lampe? Was ist jetzt? Für eine hässliche Scheiße da unten los. Auch dieses schwarze Zeug. Wow. Ey, ganz ernsthaft, Freunde. Wie laden wir nach? Wie ein Opa, oder? Puh. Lass mal alles hier nachladen. Du Bitch. Schmor in der Hölle. Und schon wieder gelb. Das ist hier der Dauerzustand. Immer lieber die Knarre. Und die Karte. Die kann nicht hier oben sein. Lumpen, nix drin. Ist das der Altar hier? Sieht so aus, Babypuppen. Kleines Mädchen. Basie, nimm ihn doch mit. Ich traue mich nicht an die Kiste zu gehen, aber wir müssen ja. Was zum... Oh Mann, was war da jetzt mit unserem Band los? Ich konnte es so schnell nicht lesen. Irgendwas mit Target. Und was zur Hölle bist du? Bist du? Du? Alright. Eine Spritze, ein Arm und was ist das andere? Keine Ahnung. Betreffendes Serie-Serums. Gehirnnerv und peripherer Nerv. Haha. Ich glaube, das ist es. Ja? Ist es das? Ei! Ob das Zoe ist? Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Serum. Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht.
Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Was zur Hölle ist eine D-Serie? Eine Puppenserie oder... Keine Ahnung. Wisst ihr, was eine D-Serie ist? Der hat so gesprochen, als wüsste der das. Wir brauchen einen Kopf und einen Arm. Sie hat einen Kopf. Was zur Hölle? Eine Voodoo-Puppe. Sieht zumindest so aus. Sieht für mich ganz klar nach einer Voodoo-Puppe aus. Pistolenmunition. Ja, die kann ich gebrauchen. Was bist du? Alter! Bäh. Mumifizierte Ratte. Was ist das? Das Tagebuch? Seit das Kind aufgetaucht ist. Mit dem Kind und der Frau. War die wirklich schwanger? Okay. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Geheimraum im ersten Stock. Hat das Kind ihr den Arm geschenkt oder was? Ich habe keine Ahnung. Wahnsinn. Irre. Alright. Wir müssen hier weiter. Dreckige Schatten überall. Ist das hier so ein Käfer? Nee, so eine Motte. Ich dachte schon. Wow, wow, wow. Was ist das hier? Eine Tür. Bevor wir da dran gehen, lass mal hier rein. Eine Münze. Jetzt haben wir 9 Stück, Freunde. Jetzt können wir uns die Knarre aus dem Käfig holen. Und das machen wir auch. Hundertprozentig. Hier. Schließlich haben wir dafür schon Munition gefunden. Ey, Kollege. Meins. Aber ansonsten... Was ist das? Zu. Nee, ne? Ist nicht euer Ernst. Ich muss jetzt die Laterne von der alten holen und die da dranhängen, oder was? Ach, komm schon. Fuck. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Tja, ich habe hier eigentlich alles durchgeguckt, oder? Ich komme da nicht weiter. Moment, ich habe ja den Krähenschlüssel. Wo kam ich denn? Noch irgendwo mit dem Schlüssel rein? Untergeschoss vielleicht? Nee. Da, in den Vorratskammer. In die Vorratskammer. Ja, cool. Ja, dann werden wir wohl dahin müssen. Vorratskammer. Oder vielleicht finden wir da auch die Lampe. Kann ja sein. Das ist im Haupthaus. Oh Mann. Und da dümmelt Jack rum. Klar, wir haben den zersägt, aber wir wissen, er steht immer wieder auf, der Freak. Scheiße. Was? Die lebt noch. Ah, war doch klar. Was wundert mich das überhaupt? Gib mir mal hier das gute Kaliber. Ei! Was? Zur Hölle. Boah, da wird doch keine Sau jetzt runtergehen. Habt ihr den Arm gesehen? Der war auf jeden Fall nicht mehr normal. Der war ultra lang. Scheiße.
Müssen wir doch nicht in den Vorratsraum? Was zum Teufel? Das ist neu. Meinst du diesen Durchgang oder meinst du diese komische Kreatur? Für mich ist beides neu, mein Freund. Ich weiß nur eins. Wir müssen zum Wohnwagen. Wir müssen die Knarre holen. Oh Gott, wo kommen wir hier wohl raus? Ein Brunnen oder was ist das? Sieht so aus. Jetzt kommen wir hoch und zack, Kopf ab, tot. You are dead. Dö. What the fuck? Ah ja, hier bin ich. Kommen wir hier durch? Wenn wir da durchkommen, können wir nämlich zum Wohnwagen und dann können wir uns echt die Knarre holen. Freunde, wie geil wäre das denn? Nein! Oh Mann, habe ich mir jetzt wehgetan? Nee. Das Ganze nochmal. Das ist gar kein Brunnen, das ist nur so ein Loch. Ich dachte, das ist ein Brunnen. Tatsache. Einfaches Loch. Hier irgendwas mitmachen? No. Oh. Starke Flüssigkeit. Hand aufs Herz, Freunde. Bevor wir da reingehen, gehen wir nochmal erstmal hier speichern. Vielleicht ist Zoe ja schon da. Sie sagte ja, komm in den Wohnwagen. Zoe? No way. Keine Zoe. Dann mach mal den Kühlschrank zu, Alte. Alright. Wir holen uns die Knarre, wenn wir jetzt da sind. Mein Gott. Ja, müssen hier dran. Und zwar müssen wir uns diese antiken Münzen hier mitnehmen. Optimal. 9 Stück. Wir brauchen 9. Füttern wir den Automaten. Wunderbar. Ja, cool. Die Magnum ist unser. Wir haben doch irgendwelche Munition eingesammelt. Ach ja, in der Kiste. Erstmal weg mit dir. Und jetzt nehmen wir uns die Munition mit da. Kombinieren. Geht nicht. Machen wir es mal so. Und laden durch. Ja, nicht schlecht, oder? Brauchen wir natürlich noch ein Item-Management. Wir werden jetzt noch in den Vorratsraum gehen. Das packen wir weg. Das packen wir weg. Die packen wir auch weg. Die brauchen wir erstmal noch nicht. Hoffe ich. Speichern. Alright. Wir müssen jetzt hier zurück.
wenn denn auf ist. Aber sollte ja eigentlich auf sein. Schließlich haben wir die nicht zugemacht. Sowas von auf. Wir drücken uns hier durch. Und schnell. Ich weiß nicht, ob Jack hier irgendwo rumrennt. Könnte natürlich auch sein, dass er jetzt da in der Vorratskammer auf uns wartet. Wundern wird mich hier gar nichts mehr. Jut, jut. Oder hier kommt so ein Holy Moly oder keine Ahnung. Brennstoff optimal. Schießpulver noch besser. Bevor ich die Knarre nehme, na, ihr wisst ja Bescheid. Erstmal hier alles abluten. Flammengranaten. Flintenmunition. Und das ist echt ein Granatwerfer, ne? Hey, haben wir jetzt ehrlich einen Granatwerfer? Boah, wie geil ist das denn bitte? So, Bitch. Egal wo du bist, was du bist, wir können dich fertig machen. Ah, guck mal hier. Nein, nicht genügend Platz. Heilung oder Munition? Heilung oder Munition? Ich glaube, wir machen uns Heilung, oder? Ja, ich denke, Heilung kann man nicht genug haben. Wieso geht es nicht? Ach, ich habe kein Kraut dabei. Na gut, dann machen wir uns Munition. Thema erledigt. Hier alle Ecken müssen hier abgeklappert werden. Denn in diesen Raum kommen wir wahrscheinlich nicht wieder. Ja, genial. Und hier wieder durch. Da was Neues? Nup. Was wir jetzt noch machen ist, wir werden uns mal die Kisten angucken, die ich aus dem DLC bekommen habe, was da wohl drin ist. Müssen wir auch noch. Schwoing, schwoing. So. Die Sachen erstmal raus hier, damit wir die Kisten einpacken können. Du kommst auch da rein. Wie viele Kisten sind es denn überhaupt? Fünf Stück. Gehst du noch darüber? Und hier geht auch noch darüber. Gut, dann machen wir die Dinger mal auf, würde ich sagen. Ach nee, okay. Ich habe nicht genug freie Objektplätze. Was soll denn das sein?
Dann pack doch mal den Granatwerfer raus. Vielleicht haben wir dann genug. Wow. Wow. Nicht schlecht. Dann musst du mal raus. Du gehst raus. Du gehst raus. Pack das mal kurz alles raus, damit wir hier alles auf einmal aufmachen können. Schwoing. Was habe ich jetzt gekriegt? Medipacks. Genial. Nochmal. Ach, das ist eine starke Heilung. Wir müssen wieder in die Kiste. Packen wir erstmal alles rüber. Dann haben wir nochmal Heilung und Munition und Schießpulver. Tja, also ich denke, damit sind wir gerüstet fürs nächste Kapitel, oder? Schwoing. So, du darüber, du darüber, du darüber. Kurz den großen Zampano machen. Jetzt sortieren wir. Was nehmen wir uns mit? Auf jeden Fall die Pistolenmunition, die Flintenmunition und den Brennstoffkanister. Ich denke, das ist schon mal sehr gut. Erste Hilfe nehmen wir uns mit. Und wir nehmen uns doch noch mal ein bisschen Munition mit, oder? Oder nehmen wir uns den Granatwerfer mal mit? Nehmen wir uns mal den Granatwerfer mit. Und die Munition dafür. Jetzt haben wir drei Plätze frei. Speichern wir mal. Ja, auf geht's, oder? Na prima. Ein neues Haus am See. Das Schloss am Wörthersee. Oder die abgefuckte Bruchbude am Wörthersee von mir aus auch. Na toll. War doch klar. Wow. Schatzfoto. Toilette. Ey, Moment mal. Ich weiß, welche Toilette das ist. Das ist die Toilette im Wohnwagen. Oder? Definitiv. Was? Freunde, wir müssen nochmal zurück. Wenn da ein Schatz ist, will ich den haben. Ich hoffe, das ist auch die Toilette. Ja, sag ich doch. Yes! Fette Munition. Ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl? Haben wir hier wieder einen Platz frei? Das muss ein Wink mit dem Zaunpfahl sein. Und wir gehen jetzt nochmal da rein. Ich möchte wenigstens oben nochmal reinschauen, bevor wir die Folge hier beenden. Damit ich weiß, was in der nächsten Folge auf uns zukommt. Hier vielleicht doch nicht so was Gutes. Hallo? Die ist wohl hier irgendwo. Da können wir runter, gehe ich mal von aus. Ja, da müssen wir runter. Moment.
Ich weiß, was das ist. Das ist ein Bossfight, 100%. Ich schaut mal, wenn ich da runterspringe, komme ich nirgendwo raus. Na prima. Dann looten wir hier oben erstmal. Scheiße. Spaltmittel, sehr geil. Sehr selten. Brennstoff. Auch cool. Da komme ich nicht durch. Schade. Oh. Herbs. Und das war's. Okay, Freunde. In der nächsten Folge springen wir hier runter und jagen das Miststück und bringen sie zur Strecke. Wow, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin gespannt, wie der Bossfight wird. Sehr wahrscheinlich wird er sehr herausfordernd sein. Jack war ja schon eine harte Nummer, aber die hier als, keine Ahnung, vermorftes Ding. Oh Gott. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.